Herzlich willkommen. Ja, wie gerne wüssten wir doch, was passiert, wenn wir sterben. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder ob mit dem Tod alles vorbei ist. Leider können wir sie nicht fragen, die Toten, aber es gibt immer wieder Menschen, die machen merkwürdige Erfahrungen an der Schwelle zum Tod, sogenannte Nahtoderfahrungen. Manche erleben, wie sie außerhalb des eigenen Körpers schweben, andere sehen ein helles Licht am Ende eines Tunnels. Heute möchte ich herausfinden, was hinter diesen Nahtoderfahrungen steckt, und zwar zusammen mit meiner Kollegin Olivia Röllin von der Sternstunde Religion. Sie hat im Vorfeld der Sendung den Schweizer Musiker Bo Katzmann getroffen und mit ihm über sein lebensveränderndes Nahtoderlebnis gesprochen, das er nach einem schweren Motorradunfall gehabt hat. Zudem hat sie ein wissenschaftliches Selbstexperiment gewagt und erlebte dabei eine künstlich erzeugte außerkörperliche Erfahrung. Ja, all das sehen Sie noch in der folgenden Stunde. Jetzt aber möchte ich erstmal meine beiden Studiogäste ganz herzlich begrüßen. Ina Schmid-Knittel arbeitet als Soziologin und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit übersinnlichen Phänomenen und hat wegweisende Studien zum Thema Nahtod durchgeführt. Nikhil Mukherjee ist Philosoph und Mitglied der Skeptikerbewegung, sogenannten übernatürlichen Erfahrungen, steht er also eher kritisch gegenüber. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo, hallo Herr Prasad, hallo Herr Mukherjee. Ja, Frau Schmid, wie verbreitet ist denn dieses Phänomen der Nahtoderfahrung? Wie viele Menschen haben das in ihrem Leben mal? So selten ist es gar nicht, wobei im einzelnen Lebensverlauf dann eher schon, also meistens ist es nicht mehr als einmal, dass Leute solche Erfahrungen machen. Wir haben vor einigen Jahren in der Bevölkerung eine Umfrage gemacht und da zeigte sich, dass so ungefähr 4% der deutschen Bevölkerung solche Erfahrungen hatten. In den USA ebenso 5%. Guckt man dann bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel in Spitäler oder zu Herzstillstandspatienten, da taucht es natürlich häufiger auf. Da sind es dann ungefähr so 20%. Aber es ist nicht so, dass automatisch jeder Herzstillstandspatient oder Patientin auch eine Nahtoderfahrung macht. Aber immerhin bis zu 20%. Ja. Sie haben mir im Vorfeld der Sendung erzählt, dass Sie selbst auch schon mal so eine Erfahrung gemacht haben. Darf ich fragen, wie es dazu gekommen ist? Dürfen Sie. Das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her, ungefähr 30 Jahre her. Ich war damals Mitte 20 und schwanger. Und diese Schwangerschaft verlief sehr kompliziert, extrem kompliziert. Ich war lange auf Intensivstation komatös und dann mit einem Notkaiserschnitt operiert. Und während dieser Operation hatte ich tatsächlich auch so ein außerkörperliches Nahtoderlebnis und sah mich und die Situation von oben, sah auch, wie die Ärzte um mein Leben kämpften und hatte aber eigentlich das Gefühl, dass es mir relativ egal ist und dass es mir eigentlich gut geht in dieser Position, wo ich war. Und zugleich konnte ich mich auch bewegen und sah, dass in dem anderen Raum nebenan eine Party stattfand, auf der ich sehr viel lieber sein wollte. Und war dann auch kurz dabei, war dann aber auch wiederum irritiert, dass man sich nicht um mich kümmerte und da eher feierte. Also das war so eine ambivalente Erfahrung, aber eigentlich auch ein emotional nicht unangenehmes Erlebnis. Und in dem dritten Raum sah ich dann meine Eltern todtraurig, weil es eben wirklich offensichtlich um mein Lebensende ging. Und irgendwann endete diese Erfahrung und ich wachte ja natürlich dann im Krankenhaus auf und es ging mir nicht gut und so. Und ja, über die Erfahrung selber habe ich dann auch erstmal so lange nicht nachgedacht und lange Zeit wusste ich auch gar nicht, dass es eine Nahtoderfahrung ist, sondern ich hatte es abgespeichert als sehr eigentümliches, sehr außergewöhnliches Erlebnis, ohne zu wissen, um was es sich eigentlich handelt. Das kam dann erst später. Und mit wem haben Sie darüber gesprochen? In der Situation damals eigentlich mit niemandem, außer vielleicht eben mit meinen Angehörigen. Aber auch da war es so, dass da eher eine sehr zurückhaltende Reaktion kam und es hieß, ja, lieber mal nicht drüber reden. Also es könnte vielleicht etwas irritierend und komisch sein. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, es war in der damaligen DDR, ich bin in der DDR aufgewachsen und der Umgang mit solchen außergewöhnlichen, zumal übersinnlichen Phänomenen war in der DDR einer, der nicht unbedingt gelitten war. Und es war eine sehr, ich sage jetzt mal, zugerichtete Weltanschauung mit einem sehr wissenschaftlichen Hintergrund. Ja. Und da hatten solche Erfahrungen gar keinen Platz und man war auch nicht informiert. Dennoch die Frage, was hat dieses Erlebnis mit Ihnen gemacht, mit Ihrem Leben, mit der Einstellung zum Tod, zum Sterben, zur Endlichkeit? Es heißt ja immer, dass solche Nahtoderfahrungen sehr transformierend, lebensverändernd sind, die Weltsicht verändern oder auch die Angst vor dem Tod nehmen.
Das war bei mir nicht so der Fall. Also, also im Vordergrund bei mir stand eher diese wirklich dramatische, kritische Situation und dieser biografische Einschnitt. Da war die Nahtoderfahrung nur eines von anderen Dingen, die da eine Rolle spielten. Ich weiß aber, das sieht bei anderen Menschen anders aus. Für mich war es dann eher so, klar, sie begleitet mich jetzt als Wissenschaftlerin, aber es ist auch nicht so, dass ich es im Sinne einer Selbstbeforschung mache, sondern es hat sich einfach so ergeben, weil ich über die Religionssoziologie damals nochmal auf das Thema Tod und Sterben gekommen bin. Ja, das ist interessant. Wie ist das bei dem Skeptiker, Herr Mukherjee? Haben Sie auch solche Erfahrungen gemacht, mal oder ähnliche? Ich habe natürlich Erfahrungen gemacht, die mir selbst schwer zu erklären sind, aber im Verlaufe der Zeit wird dann größere Klarheit geschaffen, dadurch, dass man sich einfach auch mit anderen Menschen unterhält, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und man kann dann alle möglichen Dinge wieder zusammenfügen, wie so ein Puzzle im Prinzip, muss man sich das eigentlich vorstellen. Ja. Ich könnte verschiedene Geschichten erzählen, eine, mit der ich aber eigentlich vielleicht anfangen möchte, die ist im Prinzip gar nicht übernatürlich, ne? Aber die zeigt einiges, illustriert einiges. Vor allem im Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen ist es ja oft so, dass man argumentiert, sogar Kinder haben die und Kinder tischen uns jetzt keine Geschichte auf. Ne? Also denen kann man einfach glauben, wenn ein Vierjähriger beispielsweise erzählt, er ist in den Himmel gekommen, hat Jesus getroffen, dann kann man das einfach so für bare Münze nehmen. Das heißt nicht unbedingt, dass es passiert ist, aber zumindest die Aussage ist wahrhaftig. Und ich hatte ein Erlebnis in der ersten Klasse, da war ich 6 Jahre alt, bin nach Hause gelaufen von der Schule mit einem Schulfreund und wir haben uns da halt eben so ein bisschen verlaufen absichtlich, sind durch so eine Schlucht gelaufen. Also es ist irgendwie ein sehr viel interessanterer Weg gewesen, den wir gewählt haben und haben uns natürlich auch ein bisschen da irgendwie, also das eine oder andere Abenteuer erlebt. Und er kam dann über eine Stunde verspätet nach Hause, hat dann seiner Mutter erzählt, das war keine Absicht, dass ich hier das Mittagessen verpasst habe. Ich wurde entführt. Ne? Und ich wurde dann im Nachhinein befragt dazu, weil man natürlich bei sowas sofort die Polizei einschaltet, und habe dann festgestellt, ich wollte ihn nicht enttäuschen als Freund. Ja, ich habe versucht, so ein bisschen seine Geschichte zu bestätigen. Ich habe gesagt, ja, da war so ein Auto und da ist er dann eingestiegen. Und wollte aber auch auf der anderen Seite die Polizei nicht anlügen. Ja, ich wurde aber ständig dazu aufgefordert, stell dir noch mal vor, wie war das? Ne? Und dann konnte ich eigentlich in der Situation kaum mehr unterscheiden, was ist tatsächlich passiert und was waren meine eigenen authentischen Erinnerungen. Mhm. Ja? Und ich glaube, so ein Phänomen stellt sich oft ein, wenn wir irgendwas erleben, das wir nicht erklären können, und aber gezwungen werden, mehr oder weniger von uns selber, durch unsere eigene Neugier und auch von anderen, uns daran zu erinnern, was vielleicht passiert sein könnte. Ja? Und wir wissen aus der Forschung, insbesondere durch Elizabeth Loftus, ne, also zu falschen Erinnerungen, dass unter genau diesen Umständen falsche Erinnerungen entstehen und am Ende unter Umständen eine ganz andere Story dann entsteht, als sie ursprünglich sich abgespielt hat. Ja, ich meine, wir kennen dieses Phänomen, dass die Erinnerung trügerisch sein kann, man nicht mehr unterscheiden kann zwischen was bilde ich mir ein und was habe ich tatsächlich erlebt. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Jetzt interessiert mich noch, ich habe am Anfang gesagt, viele Patienten sehen ein helles Licht oder sehen sich wie von außen, wie sie das erlebt haben. Manche sehen auch wie so ein Bilder des eigenen Lebens, ein Lebensfilm in Sekundenschnelle vorbeigehen. Heißt das, es gibt so etwas wie Muster, verschiedene Typen von Nahtoderfahrungen, die man beobachten kann? Das gibt es, also zumindest wenn man sich die Berichte anschaut. Was anderes haben wir natürlich nicht. Wir haben nur die Berichte der Leute. Die Erfahrung selber ist sozusagen eine sehr innerweltliche Erfahrung, wie auch meine Beschreibung gezeigt hat. Aber wenn man sich die Berichte anschaut, scheint es zumindest so, dass es wiederkehrende Inhalte, wiederkehrende Motive gibt. Guckt man genauer hin, und das haben wir damals als Soziologen gemacht, wir haben Leute interviewt, die solche Nahtoderfahrungen gemacht haben, trifft man natürlich auch auf biografische Färbungen, auf eine sehr große Variationsbreite der Erfahrungen. Und das ist ganz interessant, weil sich eben gezeigt hat, dass doch nicht jede dieser Todesnäherfahrungen gleich ist und nicht jede nach diesem Muster mit Tunnellicht, paradiesische Landschaften und so weiter abläuft. Guckt man in die Geschichte, sieht man auch Unterschiede. Also schon in der Antike, man findet Quellen, wo solche Berichte geschildert werden. In der Antike, im Mittelalter gab es ein großes Genre auch an Jenseitsreisen und Visionen. Und die fallen
strukturell ein bisschen vergleichbar aus, wenn man danach sucht. Aber guckt man genauer hin, findet man auch ganz, ganz deutliche Unterschiede. Die Berichte sind sehr viel länger, viel ausführlicher. Die Jenseitslandschaften, die paradiesischen Gefilde, Zwischenreiche werden geschildert. Heilige tauchen auf, die die Leute an die Hand nehmen und führen durch diese Gefilde, sie auch wieder zurückschicken dann zur Erde. All das taucht in den heutigen modernen Berichten nicht mehr auf. Da findet man dann eher noch so ein paar abstrakte Motive wie dieses Licht und ein damit verbundenes Allunionsgefühl, eine Liebe, eine Energie. Das sind sehr viel abstraktere. Allunionsgefühl, also so eine Einheit. Man hat so eine Verbundenheit, man führt so eine Verbundenheit mit allem und jedem und eine vermeintlich große Energie und eine große Liebe, die einen umhüllt. Und es sind ja sehr abstrakte Schilderungen eigentlich, zumindest im Vergleich mit diesen mittelalterlichen Jenseitsvisionen. Also da findet man durchaus Unterschiede. Man findet aber auch, wenn man danach sucht, Gemeinsamkeiten. Und unter Umständen ist es auch ein bisschen durch die Forschung bestimmt, weil als diese Nahtoderfahrungen in den 70er Jahren auftauchten und dann eben auch aus verschiedenen Berichten so ein Idealtyp zusammengestellt wurde, hat man im Nachhinein natürlich auch viele dieser Berichte oder dieser Motive immer wieder abgefragt und stößt dann natürlich auch auf immer wieder einheitliche Schilderungen. Ja, das nennt man auch Priming, oder? Man hebt die Leute natürlich auf eine bestimmte Beschreibung hin, die sie dann auch teilen. Jetzt, Sie sind ja Soziologin, arbeiten in Freiburg in Breisgau am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Was interessiert Sie spezifisch als Soziologin, die Gesellschaft im Blick hat, an diesen Nahtoderfahrungen? Also es sind verschiedene Aspekte. Zum einen natürlich die Berichte der Betroffenen selber, auch die Lebensgeschichten der Betroffenen. Häufig ist damit ja auch ein sehr kritisches, dramatisches Lebensereignis verbunden. Die Schilderungen sind sehr emotional, interessant, zeigen irgendwie auch, was passiert, wenn solche unvorhergesehenen Dinge in das Leben eines Menschen einschlagen. Wie gehen Leute damit um? Das ist die eine Sache. Die sind auch sehr berührend, diese Schilderungen. Und die Leute haben wirklich das Gefühl, ihren eigenen Tod, ihr eigenes Sterben erlebt zu haben. Die Wissenschaft tut sich natürlich sehr viel schwerer damit. Also es ist knifflig, quasi diese subjektive Evidenz zu überführen, auch in eine wissenschaftliche Gewissheit. Und das macht sie eben auch, solche Nahtoderfahrungen, zu einem Spekulationsobjekt, zu einem wissenschaftlichen Spekulationsobjekt. Und das finde ich natürlich auch spannend. Es zeigt natürlich auch die Grenzen quasi wissenschaftlicher Erkenntnis und Methodologien, also wie will man Nahtoderfahrung auch tatsächlich empirisch, wissenschaftlich, gültig untersuchen, wiederholbar machen und so weiter, also nach diesen Kriterien der Wissenschaftlichkeit. Das ist eben auch das, was mich interessiert als Soziologin und natürlich eben auch der Umgang der Gesellschaft mit solchen abweichenden Wissensbeständen oder eben solchen Wissensbeständen und solchen Erfahrungen, die eben wissenschaftlich umstritten sind und wo auch in wissenschaftlichen Debatten, manchmal auch sehr emotional geführte wissenschaftliche Debatten, eine Rolle spielen. Herr Mukaschi, Sie sind Philosoph, arbeiten an der Uni München, vorwiegend zu Themen der Ethik, aber Sie sind auch Vorsitzender des Wissenschaftsrats der Skeptiker, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften, GWUP heißt das, eine Organisation, die sich sehr kritisch mit Esoterik, Homöopathie, aber mit allem Übersinnlichen, sage ich jetzt mal, auseinandersetzt. Was fasziniert Sie als Philosoph an diesem Phänomen, an diesem rätselhaften Phänomen? Ganz viel. Ne? Also die soziologischen Aspekte, auf die könnten wir jetzt eingehen. Aber was es natürlich auch interessant macht, sind natürlich vor allem auch die wissenschaftlichen Fragestellungen, die sich ergeben. Und das alles, was wir Neues erkennen können über die Art und Weise, wie wir gebaut sind, wie unser Bewusstsein funktioniert, ne, was man überhaupt als Erfahrung auch machen kann als Mensch. Das ist die eine Seite. Und vielleicht noch spannender ist ja, dass daraus auch Argumente abgeleitet werden, die über dieses Leben hinausweisen. Ne? Und wenn das natürlich stimmen würde, ne? Also wenn sich auf Basis von Nahtoderlebnissen Argumente formulieren ließen, die über unsere Sphäre hinausweisen, ne? Dann hätten wir natürlich also eine bemerkenswerte Erkenntnis gemacht. Was allerdings die Geschichte lehrt, ist, dass oft auch Wunschdenken im Spiel ist. Und da gilt es natürlich genau hinzuschauen. Ne? Ich bin nicht Skeptiker in dem Sinne, dass ich nichts glauben will. Ich bin sogar auch Skeptiker in dem Sinne, dass ich sage, zu viel Skepsis bezogen auf bestimmte Bereiche ist eigentlich eher schädlich. Ne? Also es gibt ja auch Argumente, wo wir sagen können, also da
haben wir gesicherte Erkenntnisse. Ne? Also beispielsweise, dass die Erde keine Scheibe ist, wir wissen das. Ne? Wir wissen, wie verschiedene Spezies entstanden sind. Ja? Wir wissen sehr viel. Wir wissen, dass die Covid-Impfstoffe jetzt beispielsweise, aus aktuellem Anlass muss man das mal ansprechen, ne? Dass die getestet sind und sicher sind und so weiter. Ne? Also daran sollte man nicht zweifeln. Aber es gibt bestimmte Dinge, an denen man gut zweifeln kann. Und häufig ist der gesunde Menschenverstand, wie ihn, also wie man ihn landläufig versteht, nämlich einfach irgendwie dieses Bauchgefühl, ne? Kein guter Ratgeber. Wichtig ist wirklich, dass wir uns besinnen auf die Grundprinzipien unseres Denkens, die im Grunde genommen eigentlich ein kompetenter 12-Jähriger auch verstehen kann. Es ist wirklich so, ja. Es ist lustig, weil Sie den gesunden Menschenverstand erwähnen. Sie haben ein Buch geschrieben, die 10 Gebote des gesunden Menschenverstandes. Eine Schule des kritischen Denkens, könnte man sagen. Genau. Das ist kommt dieser gesunde Menschenverstand nicht an seine Grenzen, wenn es um solche Phänomene wie Nahtoderlebnisse geht? Also ich würde sogar sagen, das ist eigentlich alles, was wir haben. Ja. Es gibt bestimmte Grundprinzipien, auf die wir uns gemeinsam festlegen können. Beispielsweise, dass wir nicht nur die Argumente auf der einen Seite einer Diskussion betrachten, sondern auch die Argumente auf der anderen Seite der Diskussion. Ja, dass wir relevante Unterscheidungen treffen. Ja, dass wir versuchen, nicht vom Punkt abzukommen, sondern immer beim Punkt zu bleiben. Ja. All das sind Grundsätze, auf die man sich eigentlich, wenn man abstrakt darüber spricht, gut einigen kann. Und häufig ist es aber so, aufgrund unserer menschlichen Psyche ist das unausweichlich, dass wir uns manchmal festfahren in Diskussionen, wo wir uns dann eher wie Anwälte verhalten, ne, für eine bestimmte Sichtweise und dann eben sehr, sehr einseitig argumentieren, bestimmte Unterscheidungen unter den Tisch fallen lassen, ne, auf Irrelevantes eingehen. Ja. Also dann geht das dann oft irgendwie, also vor allem auch in wissenschaftlichen Debatten kommt das vor. So, ja, wer sind Sie denn, dass Sie sagen, dieses und jenes, Sie haben noch gar nicht die richtige Expertise und so weiter. Ne. Vor allem in der Literatur zu Nahtod kommt das an vielen Stellen vor. Ne. Also das wird auch beschrieben tatsächlich. Ne. Und ich glaube, dass der gesunde Menschenverstand einen gut erden kann, weil er einem die Prinzipien des Denkens vor Augen führt, die man dann in einer konkreten Situation, wo es ja auch hitzig zugehen kann, dann eben auch anwenden muss. Aber wir schauen uns mal jetzt ein konkretes Beispiel an, einen sehr eindrücklichen Erfahrungsbericht, wie ich finde, der die Grenzen des gesunden Menschenverstands ziemlich sprengt. Und zwar hat meine Kollegin Olivia Röhling im Vorfeld den Schweizer Musiker und Gospelchorsänger Bo Katzmann getroffen. Und der hat so ein Nahtoderlebnis gehabt nach einem Motorradunfall als 20-Jähriger. Und das hat ihn zum Umdenken gebracht. Wir schauen mal hin. Katzmann, hier hinten, ganz in der Nähe, hatten Sie als 20-Jähriger einen schlimmen Motorradunfall, waren kurze Zeit klinisch tot. Und seither sagen Sie, dass der Tod das Beste sei, was einem im Leben geschehen könne. Warum denn? Ja, erstens ist der Tod kein Abschluss, sondern ein Übergang in eine andere Dimension. Und von daher muss man ihn auch nicht fürchten, weil das Leben geht nach diesem irdischen Leben weiter in einem anderen Zustand. Und man wird auf der anderen Seite von einer unglaublichen Liebe empfangen. Diese Liebe ist dermaßen überwältigend, dass ich jeden Tag nochmals daran denke und mich darauf freuen kann, wenn ich das eines Tages wieder erleben darf. Erzählen Sie mal, was das für Sie zu einem so besonders guten Erlebnis gemacht hat. Also, Sie hatten eine Nahtoderfahrung in diesen 2 Minuten. Was ist Ihnen da geschehen? Gut, es war ein Motorradunfall. Ich war ein bisschen unvorsichtig und knallte da auf ein vor mir stehendes Auto. Und zum Glück war die Rettung schnell da und ich wurde ins Spital transportiert und dort operiert. Natürlich narkotisiert, damit ich da nicht plötzlich aufwache, was aber dann trotzdem geschah. Ich erwachte mitten in der Operation, aber nicht in meinem Körper, sondern ich sah meinen Körper aufgeschnitten da liegen und ich befand mich oben an der Decke und sah also die ganze Szene von oben. Und das Interessante an dieser Situation war, ich nahm wahr, was alle Anwesenden dachten. So wie telepathisch. Ich hörte die Gedanken wie ein lautes Gespräch. Und ich sah da meine Leiche da liegen. Das Herz war nicht mehr am Schlagen. Und ich hörte auch den operierenden Arzt laut rufen. Jetzt hatte sie ihm die Pumpe abgestellt, also das Herz. Er bringt sofort den Elektroschockapparat. Der wurde dann gebracht. Und ich dachte, ja, also mein Herz hat abgestellt. Ich bin da oben. Ich sehe das Ganze. Ich nehmen die Gedanken der Anwesenden wahr, ich bin tot. Das haben Sie da realisiert? Das habe ich realisiert. Und das war für mich okay. Und ich flog dann quasi runter zu diesem Arzt, wollte ihn am Arm packen
und sagte laut und deutlich, Herr Professor, Sie können aufhören. Sehen Sie denn nicht, dass ich tot bin? Aber er hörte mich nicht, was mich sehr erstaunte. Und ich fuhr mit dem, was ich als meinen Arm empfand, durch seinen Körper hindurch. Mhm. Ich hatte ja keinen mehr. Ich war ja ein Geistwesen. Mit was haben Sie denn gesprochen, wenn Sie keinen Körper mehr haben? Ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber für mich war sicher, ich habe das laut gesagt. Mhm. Und man spürt es immer noch. Sie sind immer noch emotional von diesem Erlebnis ergriffen. Es ist quasi das Erlebnis auch Ihres Lebens. Wie hat es Ihr Leben umgestellt? Weil Sie sind heute doch einige Jahrzehnte auch älter. Ja, das war ein schleichender Prozess. Ich wollte es in den ersten Jahren gar nicht wahrhaben, weil ich mit niemandem drüber reden konnte. Und für mich war es ein Thema, das eigentlich tabu war, weil ich nichts darüber wusste. Ich fühlte mich wirklich sehr allein mit diesem Thema. Und ich hatte auch noch nichts darüber gehört oder gelesen. Und wenn du jetzt als 20-Jähriger plötzlich aus dem Leben gerissen wirst und dich in einer anderen Dimension befindest, da wieder zurückzufinden und das zu erklären, das war natürlich sehr schwierig und dauerte einige Jahrzehnte, bis ich das wirklich realisiert hatte und mir erklären konnte, was da überhaupt passiert ist. Und Sie schreiben auch in einem Ihrer Bücher, Sie haben zwei Bücher darüber geschrieben und in einem davon schreiben Sie dann Sätze wie, mir wurde blitzartig klar, warum, wie und wann das Universum entstand und ich wusste, wann es untergehen würde. Sie verstehen, dass ich besonders überrascht war über diesen Satz, weil ich mir dann gedacht habe, können Sie diesen sogenannten Big Crunch voraussagen? Nein, es ist ja... Was wissen Sie denn heute noch davon? Ich weiß es natürlich nicht mehr, aber ich wusste es damals. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht. Mir ging es jedenfalls so, dass ich ein Teil dieses Allwissens war. Und das war einer der drei verblüffenden Aspekte. Wenn ich gleich weiterfahren darf, der zweite verblüffende Aspekt war die Zeitlosigkeit. Ich befand mich in der Ewigkeit und wir Menschen interpretieren Ewigkeit mit Endlosigkeit oder eine unendlich lange Zeit. Aber das ist es nicht. Die Ewigkeit ist die Abwesenheit von Zeit. Es gibt keine Zeit da. Das Vorher, Jetzt und das Nachher ist alles zu einem ewigen Jetzt zusammen, einfach da. Und deshalb sieht man auch die Vergangenheit und die Zukunft und alles ist einfach da. Verstehe ich das richtig, dass aufgrund dieses positiven Ereignisses auch für Sie keine Angst mehr vor dem Sterben oder dem Tod besteht? Ja, der Tod hat seinen Stachel verloren, weil für mich gibt es den Tod nicht mehr. Für mich gibt es nur Leben in verschiedenen, ich sag mal, Aggregatzuständen. Mhm. Und Sie nehmen aus dieser Erfahrung, nehmen Sie diese Gewissheit, auch dass Sie dann Titel haben wie Du bist unsterblich. Ja, genau. Jeder Mensch ist, also jedes Wesen ist unsterblich, weil Materie kann vergehen, kann zerbröckeln, kann sich auflösen, aber Geist ist etwas Unsterbliches. So habe ich es erfahren und deshalb bin ich jetzt auch so überzeugt, dass es nach diesem Leben einfach in einer anderen Form weitergeht. Also Ihre Erfahrung ist für Sie unumstürzlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, für Bo Katzmann war das eindeutig ein Einblick ins Jenseits, ein Beweis der Unsterblichkeit. Wie würden Sie ihm widersprechen? Wie können Sie ihn vom Gegenteil überzeugen, Herr Mukherjee? Ich glaube, das ist schwer möglich. Ne? Also weil bestimmte Erfahrungen, die wir machen, sind einfach so manifest. Und er hat es ja offensichtlich auch, man könnte sagen, vielleicht theologisch, philosophisch verarbeitet. Ne? Also vieles von dem, was er sagt, ist ja jetzt nicht nur etwas, was er erlebt hat, sondern er zieht ja schon Schlüsse daraus. Ne? Und in dem Moment, wo das passiert ist, verbindet sich ja mit dieser Erfahrung nicht nur die Erfahrung selbst, sondern auch ein Weltbild. Ne? Und man könnte sich das so vorstellen, also wenn mir irgendwie was, nehmen wir mal an, man steckt mir irgendwie, weiß nicht, irgendwas in die Haut, ne? Und dann verwächst es irgendwann. Ne? Je mehr das verwachsen ist, desto schwieriger wäre das, das wieder schmerzfrei zu entfernen. Und so ähnlich ist es auch mit unseren Überzeugungen. Wenn ich jetzt irgendwie über bestimmte, also Details seiner Erfahrungen und seiner Interpretation sprechen würde mit ihm und versuchen würde, einzelne Stränge zu entfernen, ich glaube, das
so wie er das schildert, das ist verbunden mit seiner Identität, das ist richtig verwachsen mit ihm. Ja? Das würde ihm wehtun und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man wirklich ernst nehmen muss. Ne? Ja. Also Menschen sagen sowas nicht einfach nur so. Ich glaube, dass er das alles glaubt und dass er wirklich wahrhaftig ist. Ob es wahr ist, ist eine andere Sache, über die können wir jetzt diskutieren, aber das muss man auch nicht jedem Menschen zumuten. Würden Sie sagen, seine Perspektive ist gleichwertig mit Ihrer? Die sie das nicht glauben? Oder die Frage ist, wer muss hier wem etwas beweisen? Muss man einander überhaupt etwas beweisen? Ich würde gerne mit ihm ein Bier trinken und mir das alles anhören. Ich finde das faszinierend und spannend. Ja. Und es regt vielleicht auch meine eigene Wahrnehmung an. Und ich kann auf Dinge achten in meiner eigenen Denkweise, an die ich vielleicht vorher nicht gedacht habe. Aber das heißt natürlich nicht, dass das die wahre Interpretation dessen ist. Also was er da... was er da aussagt. Ich meine, es gibt in der Wissenschaft diese Prinzipien, Sie haben das schon gesagt, Falsifizierbarkeit, ein Ausdruck von Karl Popper, dem österreichischen Philosophen. Das heißt, eine Hypothese, eine Annahme muss immer falsifiziert werden können. Mhm. Man muss sie widerlegen können. Oder das Prinzip von Ockhams Rasiermesser, das besagt, du sollst keine unnötigen Annahmen treffen über die Wirklichkeit, möglichst wenige Dinge da draußen postulieren, die du nicht brauchst, die du nicht unbedingt brauchst, um die Welt zu erklären. Solche Prinzipien der Wissenschaft, helfen die denn bei solchen Phänomenen oder kippt man damit alle interessanten Fragen des Lebens einfach in den Mülleimer? Ja, auf jeden Fall. Ich würde eigentlich sogar noch ein naheliegenderes Prinzip heranziehen. Ja? Das ist das Prinzip des nicht einseitigen Denkens. Ne? Also im Endeffekt ist es ja so, wenn wir jetzt ihm folgen und er sagt, ich habe dieses und jenes erlebt. Wir wissen jetzt von Frau Schmidt-Nittel, dass diese Erfahrung nicht jeder berichtet, der aus einem Nahtoderlebnis herauskommt, sondern etwa nur 20%, 4% der aktuell lebenden Menschen haben solche Erlebnisse gemacht. Also das heißt, eine Hypothese, die sich auch anbieten würde, die völlig kompatibel mit den Daten ist, ist, dass nicht jeder diese Erlebnisse macht. Ne? Also vielleicht wartet auch nur auf einen Teil der Menschen, das, was Herr Katzmann erlebt hat, und nicht auf jeden. Das ist aber eine Hypothese, die kommt Ihnen nicht in den Sinn offensichtlich. Vermutlich deswegen, weil wir wünschen uns, ja, dass ein gutes Ende für uns alle am Ende steht. Okay. Und das ist ein Indiz dafür, dass natürlich Wunschdenken am Werk sein könnte. Und das ist für mich immer ein Warnsignal, auf die Details der Argumentation genauer zu schauen. Mhm. Mhm. Frau Schmidt, Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass in den 70er Jahren hat man richtig angefangen, systematisch zu erforschen, wissenschaftlich auch zu untersuchen, die Berichte von solchen Nahtoderfahrungen. Es ist interessant, wenn man schaut, wo dieser Ausdruck zum ersten Mal auftaucht, nämlich von einem Schweizer. Ein Schweizer hat es erfunden. Der Geologe Albert Heim, Ende des 19. Jahrhunderts schon, Bergsteiger, hat dann Absturzerfahrungen gemacht, selbst und bei anderen, und in diesen Abstürzen solche Nahtoderlebnisse dann auch erfahren und gehört, also berichtet gehört. Und später dann aber erst, 80 Jahre später, 1972, mit Elisabeth Kübler-Ross, mit der Schweizer Psychiaterin, und später mit Raymond Moody, 75, mit dem Buch Life After Life, auf Deutsch Leben nach dem Tod, ein US-Psychiater. Da hat dann das richtig angefangen. Als Soziologin die Frage an Sie, warum genau in diesen 70er Jahren? Also Sie haben es ja schon erwähnt, natürlich die Tradition findet man schon ein bisschen eher, gerade auch im Spiritismus, im Okkultismus, eben im 19. Jahrhundert, für die auch Albert Heim steht, der das ja noch nicht Nahtoderfahrung genannt hat. Also der Begriff taucht dann tatsächlich erst später auf bei Moody. Ja. Und in den 70ern ist es so, und es ist nicht zufällig, also es ist eine Zeit, in der sehr viel passiert, in der eben zum Beispiel auch mit der Rolle von Elisabeth Kübler-Ross dieses Thema Tod und Sterben aus der Schmuddelecke geholt wird, aus der tabuisierten Ecke. Jemand wie Kübler-Ross, die sich eben auch dafür einsetzt, für ein selbstbestimmtes Sterben, für die gesellschaftliche Thematisierung des Sterbens und des Todes, und das eben, ja, an die Öffentlichkeit holt. Das ist das eine. Zugleich gibt es wissenschaftliche Diskussionen um die Frage nach der Definition des Todeszeitpunktes, also klinischer Tod, Hirntod, Herztod. Das sind solche Geschichten. Und es ist natürlich auch die Zeit, in der der medizinische Fortschritt rasant an Fahrt aufnimmt, insbesondere auch die Reanimationsmedizin. Und es kommt eben auch zu sehr viel mehr medizinischen Eingriffen an dieser Schwelle des Lebens, auch zu erfolgreichen Eingriffen an der Schwelle des Lebens, zu erfolgreichen Reanimationen und letztendlich dann eben auch zu der Tatsache, dass offensichtlich mehr Menschen solche Schwellenerlebnisse erleben. Und wieder berichten können. Natürlich eben. Und es ist ja
die Natur der Nahtoderfahrung, dass niemand von den Menschen tatsächlich gestorben ist. Sondern sonst wüssten wir nicht über diese Erfahrung. Jeder hat dieses Erlebnis überlebt. Das sind keine Toderfahrung, sondern nur Nahtoderfahrung. Ja, genau. Genau. Mhm. Aber liegt es eigentlich auch daran, also der Zeitpunkt jetzt, ne, dass da interessante Sachen geraucht wurden? Also wirklich ernst gemeinte Frage. Ne? Also Susan Blackmore, die sich ja auch mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat, hat ja das auch selbst so geschildert. Ne? Also sie hat eine Out-of-Body-Experience gehabt. Bei Drogenkonsum. Mhm. Und das hat sie dann auf die Idee gebracht, sich damit genauer auseinanderzusetzen. Und sie ist dann eigentlich von einer motivierten Person, die versucht hat, eine Hypothese zu beweisen, eigentlich zur Skeptikerin geworden. Ne? Also das ist eben die andere Seite der Geschichte. Das passiert ja eben auch. Ne? Also wenn man über die Implikationen von solchen Erlebnissen redet, muss man das auch immer dazu sagen, weil ich glaube, dass also Frau Kübler-Ross, ne, eine große Tochter dieser Stadt und natürlich auch mit hohen Verdiensten und vielen Ehrendoktortiteln, steht natürlich im Licht der Öffentlichkeit als jemand, der sagt, ich habe das erlebt, ich habe mit vielen Menschen persönlich gesprochen. Ja, diese Erlebnisse sind also nicht wegzudiskutieren. Und es gibt da eine andere Sphäre. Es gibt aber eben auch die anderen, die das auch untersucht haben und die zu ganz anderen Schlüssen kommen. Ja. Also das gehört eben auch zur Geschichte dazu. Ja, ist richtig. Und es ist eben auch ein gesellschaftlicher Hintergrund eben in dieser Zeit, New Age, Esoterik, die eine Rolle spielt. Und in diese Geschichte passen natürlich auch diese Todesnäherfahrung, die Berichte darüber und vor allen Dingen die Deutung dieser Erfahrung eben auch als jenseitige Erfahrung oder eben als Überlebensbeweise. Mhm. Das passt schon auch in diese Zeit hinein. Und das, was Sie noch ansprachen, Herr Mukherjee, mit diesen Drogenerfahrungen, ist natürlich auch ein Punkt. Wir wissen eben, dass manche dieser Erfahrungsinhalte, wie sie in Nahtoderfahrungen auftauchen, auch unter anderen Situationen auftauchen können. Insbesondere eben unter Drogeneinfluss oder in meditativen Zuständen, unter Ketamineinnahme und so weiter, findet man ähnliche Berichte, gerade solche Außerkörperlichkeitserfahrungen oder eben auch das, was Herr Katzmann geschildert hat, diese Allunionserfahrung nochmal, diese mystischen Elemente, die tauchen natürlich auch in anderen Situationen auf. Was aber fehlt, ist dann letztendlich doch dieses subjektive Gefühl, quasi eben dieses Sterben zu erleben. Das wird dann eher nicht geschildert. Also bestimmte Inhalte ja, aber so dieses Sterbebewusstsein, das ist dann eher etwas, was noch bezogen ist eben auf diese... Aber dazu hätte ich gleich auch noch eine Nachfrage. Schildert denn jeder, der ein Nahtoderlebnis hatte, auch dieses Bewusstsein davon, ich bin jetzt tot? Oder gibt es auch Leute, die zurückkommen und sagen, mir war gar nicht klar, was da passiert? Also meistens ist es auch der Auslöser quasi der Berichte. Also die Berichte in der Regel immer anfangen mit dieser Situation, dass ich genau jetzt wusste, ich sterbe. Also ich komme in diese Situation oder ich bin in dieser Situation mit dem Autounfall oder mit einer schwierigen Operation oder mit einem beinahe Ertrinken. Und dann kommt sofort quasi der Einstieg und es war mir klar, ich sterbe. Was mich interessieren würde, wäre, ob das vielleicht ein Artefakt der Forschung ist. Also vielleicht führt man Interviews, also das kann ich nicht beurteilen, ich bin ja allein in diesem Bereich, ne? Aber vielleicht führt man die Interviews auf eine Art und Weise, dass man sagt, wir würden Sie gerne interviewen, Sie waren ja dem Tod so nahe. Ja. Und in dem Moment wird natürlich eine Maschine angeworfen, sodass jemand dann gewissermaßen die Erinnerungen, die man hat oder meint zu haben, mit dem, was man gerade gehört hat, irgendwie versucht, kohärent zu machen. Ja? Ja, das ist wieder die Frage, wie viel Interpretation, wie viel Überinterpretation auch dabei ist bei diesem Erlebnis. Mhm. Was wirklich erlebt wurde und was schon sozusagen eine Interpretation, eine Überlegung, eine Schlussfolgerung daraus ist. Das ist, glaube ich, ganz schwierig zu sagen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, aha, ich kriege jetzt eine neue Information und die muss ich jetzt zu meinem Überzeugungssystem hinzufügen, sondern es ist tatsächlich so, dass das weitgehend unbewusst passiert. Ja. Ne? Und fast wie automatisch redet man dann über solche Phänomene anders, als man es getan hätte, wenn man bestimmte Informationen vielleicht nicht gehabt hätte. Ja. Jetzt gibt es ja noch die andere Seite. Derzeit wird das auch empirisch erforscht, wissenschaftlich, dieses Phänomen der Nahtoderfahrung, aber auch diese Zustände der außerkörperlichen Erfahrung, dass man sich außerhalb des eigenen Körpers erwähnt. Und das passiert auch hier in der Schweiz, an der EPFL in Lausanne und in Genf. Und das Team von Olaf Blanke und meine Kollegin Olivia Röllin hat im Vorfeld das Labor in Genf besucht und wollte die Probe aufs Exempel machen. Sie hat zwei Forscherinnen aus dem Team von Olaf Blanke getroffen, um sich einem Selbstexperiment zu unterziehen. Und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Hallo, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis Olivia. Vous êtes Estelle. Estelle. Chimpin. Vous parlez quelle langue ici? English.
better. Okay, so fine. Where are we going? Yeah, that way, please. Thank you. So here's. Hier ist also unser Labor. Herzlich willkommen. Oh, ich danke Ihnen vielmals. Das ist ja faszinierend. Sie können Ihre Jacke hier lassen und Ihre Maske auch. Also, was Sie hier versuchen, ist, dass Sie diese außerkörperlichen Erfahrungen künstlich herbeiführen, die Leute wie Bo Katzmann, mit dem ich zuvor gesprochen habe, bei einer Nahtoderfahrung haben. Artificially create them. Weshalb tun Sie das? Well, there are several reasons. First, we want to understand. Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. Wenn man sich also außerhalb seines Körpers fühlt und ihn aus der Perspektive der dritten Person statt aus der Perspektive der ersten Person betrachtet, hilft uns das auch zu verstehen, was in Ihrem und meinem Gehirn vor sich geht. Im Moment fühlen wir uns in unserem Körper und wir nehmen ihn aus der Ich-Perspektive wahr. Wir nehmen die Welt aus dieser Perspektive wahr. Das Gehirn schafft das, aber wir wissen nicht wie. The brain creates this, but we don't know how. Oh, und was kann ich nun hier erwarten? Okay, das ist also unsere neue Bewegungsplattform. Wie Sie sehen können, haben wir ein Bett auf die Plattform montiert, die auf beweglichen Stützen steht. So kann sich die Plattform in alle Richtungen bewegen. Sie können sich auf das Bett legen und das Headset aufsetzen, um ein Virtual Reality Szenario zu erleben, das wir entwickelt haben, um die visuelle Erfahrung von jemandem zu simulieren, der eine außerkörperliche Erfahrung macht. Dann steige ich hier also rauf. Sie können diese Kopfbedeckung aufsetzen und hier den Umfang anpassen, so dass es für Sie angenehm ist. Vielleicht nicht zu eng. Können Sie Ihre Arme mal bewegen? Sind die Bewegungen Ihrer virtuellen Arme synchron mit den realen Armen? Es fühlt sich so an. Gut, jetzt helfe ich Ihnen, sich hinzulegen. Ändern Sie mal die Position Ihres Körpers. Okay, ich denke, die Gurte sind festgezurrt. Sind Sie bereit? Ja, ich hoffe es. Dann legen wir los. Ihre erste außerkörperliche Erfahrung. Oh, shit. So, it's very bewildering. Das fühlt sich ziemlich verstörend an. Ich bin nicht entspannt. I'm not relaxed. Try to relax. Versuchen Sie es. Es kann Ihnen nichts passieren. It's a very strange feeling. Das Gefühl, wenn man in den eigenen Körper zurückfährt, das ist sehr seltsam. So, ich denke, das reicht. Kann ich die Brille runternehmen? Was für ein Trip. Also irgendwie scheint es mir, als würde mein Gehirn etwas schmerzen wegen all dieser Bewegungen. Der verstörendste Moment ist, wenn man wieder hinuntertaucht in seinen Körper. Heißt das für Sie, dass außerkörperliche Erfahrungen während Nahtoderlebnissen also nur eine Störung der Gehirnfunktionen sind? Normalerweise nimmt das Gehirn alle verfügbaren sensorischen Informationen auf, wie Teile eines Puzzles, die es versucht zusammenzufügen, um das richtige Bild zu erhalten. Wenn Sie nun das Puzzle machen, versucht Ihr Gehirn, ein Bild zu reproduzieren. Und wenn wir ein bestimmtes Ereignis haben, entweder eine direkte Hirnstimulation oder wenn die verfügbaren sensorischen Informationen schwer zusammenzubringen sind, dann versucht das Gehirn immer noch ein Bild zu machen. Aber es ist wie bei einem Puzzle,
bei dem man nach dem richtigen Teil sucht, das aber nicht existiert. Man zwingt es dann trotzdem rein, um das Puzzle zu vervollständigen, aber es passt eben nicht. Es ist eine Störung des Selbstbewusstseins. Sie fühlen sich außerhalb ihres Körpers und außerhalb ihres Gehirns, anstatt dass sie sich wohl in ihrem Körper fühlen, wie es normalerweise zum Überleben sein sollte. Das Gehirn macht diese Art von seltsamen Erfahrungen, weil es nicht begreifen kann, was vor sich geht. Und so versuchen wir zu interpretieren, was vor sich geht. Und das ist die einzige Antwort, die mit den verfügbaren sensorischen Informationen und den Regeln, die man anzuwenden versucht, möglich ist. Vielen herzlichen Dank, dass wir vorbeikommen durften und für die spannenden Einsichten hier. Ja, eine verstörende Erfahrung, hat sie gesagt, meine Kollegin. Frau Schmidt-Knittel, wie hilfreich ist diese Art der Forschung aus Ihrer Sicht, um diesem Rätsel der Nahtoderfahrung näher zu kommen? Ich weiß es nicht. Also es ist ein Element von diesen Nahtoderfahrungen, wenn es sich jetzt um diese Außerkörperlichkeitserfahrung dreht, aber eben nur eines von sehr vielen anderen Elementen und eben auch nur eine von sehr vielen anderen Erfahrungsmodalitäten und Qualitäten. Und ich bin mir eben nicht sicher, ob diese Erfahrungsqualität in Gänze damit abgebildet wird. Es ist natürlich im Sinne eben dieser Versuche, das ganze Hirn organisch zu erklären, ein Hinweis. Ich meine, es gibt natürlich noch andere Studien und Experimente, die der Olaf Blanke gemacht hat. Zum Beispiel hat er per Zufall an einer Epilepsie-Patientin entdeckt, dass man, wenn man bestimmte Regionen des Gehirns, ich glaube, es ist der hintere Schläfenlappen, wenn man den reizt durch elektrische Signale, dann stellt sich sowas her wie eine außerkörperliche Erfahrung. Das wäre doch schon eigentlich ein Beweis dafür, dass das alles nur eine Illusion des Gehirns ist, Herr Mukherjee. Also es wird ja dagegen eingewandt, dass es nicht diesen einen Faktor gibt, den wir identifizieren können, der das alles eben erklärt, und zwar in Gänze. Ne? Also die eine Hypothese ist ja, dass da bestimmte Stoffe ausgeschüttet werden. Die andere ist, dass es irgendwie Sauerstoffarmut ist. Dann kann man wieder mit Elektroden sowas künstlich stimulieren. Aber es gibt eben nicht diesen einen Faktor. Und das ist eigentlich das, was man im Bereich der Enthusiasten für diese Art von Forschung anführt. Als, ja, es fehlt eine naturalistische Erklärung dafür, wie das entsteht. Und deswegen muss es irgendwas Übernatürliches sein. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein gutes Experiment, das zeigen würde, dass das alles Humbug ist, dass es alles eine Illusion des Gehirns ist, eine Halluzination? Also ich glaube, das Experiment um Kruzis, das können wir nicht machen. Also es ist, es gibt eben einzelne Belege, die wir sammeln können, die dann eher in die eine oder in die andere Richtung deuten. Ne? Also was man jetzt zu dem Bild, das ich jetzt gerade geschildert habe, eben noch hinzufügen muss, ist, es gibt viele Phänomene, wo es mehr als ein Puzzlestück gibt, die ich brauche, um Dinge zu erklären. Also beispielsweise, nehmen wir mal an, ich habe einen Klempner zu Hause und der soll mir erklären, warum ist dieses Rohr da in der Wand geplatzt. Ne? Wenn der sagen würde, sowas platzt nur, wenn der Wasserdruck zu hoch ist, dann würde ich sagen, der ist ein schlechter Klempner. Ja, also der muss eigentlich wissen, es gibt verschiedene Aspekte. Ja, also es gibt den Wasserdruck, es gibt vielleicht irgendwie ein falsch verschraubtes Rohr, es gibt Korrosion in den Leitungen und so weiter. Und genauso können wir uns dieses Modell natürlich eben heranziehen und sagen, gibt es vielleicht eine multifaktorielle Erklärung, die das gesamte Bild einfangen kann, auch wenn es nicht den einen Faktor gibt, der eben alles erklärt. Ne? Und zurück zu der anderen Frage, ne? Also was wäre ein guter Beleg dafür? Es gibt ja die sogenannte AWARE Study, ja? Also Awareness in Resuscitation, um Sam Parnia. Und seine Hypothese war, also die man auch testen kann, ja? Obwohl es sich um etwas Übernatürliches handeln könnte, ne? Wenn die Seele sich vom Körper löst, ne? Und eigene Beobachtungen macht, ja? Dass wir in einem Raum, wo Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden, an eine für diejenigen im Raum befindlichen Personen unsichtbare Stelle, also knapp unter die Decke, wo die Personen sagen, da bin ich gewesen, ja, ein Bild oder eine Zahlenkombination hinhängt. Ja, und dann danach, die man nur sozusagen lesen kann, wenn man von oben drauf guckt, auf so eine Scheibe, die über also meinen Kopf ist. Wenn es tatsächlich so ist, dass irgendetwas aufsteigt und da Beobachtungen machen kann, dann müsste es ja möglich sein, da etwas zu platzieren, dass man eigentlich mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit akkurat beschreiben kann, wenn man es nicht gesehen hat, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beschreiben kann, wenn man es gesehen hat. Ja? Das heißt, wenn da tatsächlich die Seele den Körper verlässt, ja, dann steigt sie da oben hin auf und sieht dieses Bild und kann dann
im Idealfall im Nachhinein beschreiben, was sie gesehen hat. Und das können wir dann mit der Realität. Und diese Experimente wurden wirklich gemacht? Und diese Experimente wurden gemacht, aber mit einem relativ enttäuschenden Ergebnis. Also ungefähr 2000 Probandinnen und Probanden wurden dafür rekrutiert. Von denen hatten in etwa 300 eine Wiederbelebungsmaßnahme überlebt. Und von denen haben dann wiederum noch weniger, etwas mehr als 100, ein Nahtoderlebnis oder irgendwas Ähnliches geschildert. Und von den einzigen, die berichtet haben, sie haben ihren Körper verlassen, ja, waren die genau nicht im richtigen Raum. Okay. Also und deswegen wissen wir es nicht. Ja? Also, beziehungsweise, es wäre spannend gewesen, genau die am richtigen Ort gehabt zu haben. Aber das ist zumindest ein Experimentaufbau, den man verwenden könnte, um dafür einen Beleg zu sammeln. Ich werde nicht um das zu falsifizieren auch, diese Aussagen, oder? Oder um es zu belegen. Ja, also Falsifizierung und Verifizierung ist ja im Prinzip, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja. Also das wäre was, was mir wirklich zu denken gäbe, wenn das nicht von vornherein irgendwie, also wenn man ein Bild von Jesus aufhängt oder irgendwie sowas und jemand sagt, ich habe Jesus gesehen, da wäre ich nicht wahnsinnig beeindruckt. Aber die Zahl 37 sein, oder so. Genau, auf das man nicht kommen kann. Ja. Ja, und was Leute typischerweise eben nicht schildern, wenn sie aus Nahtoderlebnissen erwachen. Ja. Und das wäre ein Aspekt von vielen. Ich glaube, dass die zweite Phase der Aware-Study immer noch nicht veröffentlicht ist. Also vielleicht haben die irgendwas rausgefunden und wir wissen es noch nicht. Das ist richtig. Frau Schmid, es ist ja interessant. Es gibt sozusagen zwei große Hypothesen, das sagen Sie selbst auch, wenn es um dieses Nahtoderlebnis geht. Das eine ist diese Überlebenshypothese, könnte man die nennen, dass wir eine unsterbliche Seele haben, wie das der Bo Katzmann geschildert hat, dass die auch weiterleben kann nach dem Tod, so ähnlich wie man das bei Platon schon nachlesen konnte. Und in solchen Nahtoderlebnissen, Erfahrungen spüren wir genau das, nämlich dass die Seele auch unabhängig vom Körper. Das wäre die erste Hypothese. Und die zweite ist eine Gehirnhypothese, dass das Ganze nur eine Illusion ist oder eine Halluzination vielleicht des Gehirns. Und das scheinen mir ganz zwei fundamental unterschiedliche Perspektiven auf die Welt und auf uns selbst zu sein. Es ist die Frage, wie bringen wir diese beiden Welt- und Selbstbilder überhaupt miteinander ins Gespräch? Das wäre wahrscheinlich die beste aller Welten, wenn es gelänge, irgendwie die eine mit der anderen in Verbindung zu bringen und eben nicht irgendwie jeweils auf die Unterschiede oder auf die eigene Wahrheit zu beharren. Aber tatsächlich, also es ist halt, man muss zunächst unterscheiden. Also die Deutung von Bo Katzmann ist eine private Deutung. Die beruht auf einer subjektiven, individuellen, religiösen Erfahrung. Und warum soll man ihm das absprechen, das, was er glaubt? Und wieso soll er auch den Erfahrungsbeweis bringen? Schwierig ist es, wenn diese subjektiven Erfahrungen die Wissenschaft zum Beweis nimmt, um daraus die Existenz eines Jenseits abzuleiten. Das ist natürlich wirklich schwierig und auch nicht zulässig. Aber interessanterweise, wenn man nochmal auf diese beiden wissenschaftlichen Deutungen, Gehirnhypothese, Überlebenshypothese zu sprechen kommt, sind es ja interessanterweise auch und gerade Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Mediziner, die das ins Gespräch bringen. Also jemand wie Pim van Lommel, ein Kardiologe. Niederländischer Kardiologe. Ja, genau, ein niederländischer Kardiologe, der vor einigen Jahren ein sehr einschlägiges Buch geschrieben hat über Nahtoderfahrungen. Endloses Bewusstsein. Deutsch, ja? Trägt eben diese Überlebenshypothese vor sich her und nimmt die Nahtoderfahrung als Beleg dafür, dass mit dem Tod eben nicht das Ende des Bewusstseins gekommen ist, sondern das Bewusstsein quasi unendlich lebt, nicht an Gehirn gebunden ist, sondern eben auch quasi in einem endlosen Raum konstituiert ist und eben auch nicht sterben kann in diesem Sinne. Dann wäre das Gehirn nicht die Produzentin von Bewusstsein und Geist, sondern eher so was wie ein Empfänger von Bewusstsein. Und wenn der kaputt ist, dann ist das Bewusstsein immer noch da, so wie das Internet. Genau, er nimmt es auch Signale, als, ja. Ja, genau, er nimmt es auch als Bild, er nimmt das Internet als Bild eben für diese Vorstellbarkeit dieser These. Und aber das Interessante ist, er ist damit ja auch nicht alleine. Tritt aber als Wissenschaftler, auch als Experte auf und wird natürlich auch gerade im öffentlichen Diskurs deswegen auch sehr gehört und interessiert eben auch immer wieder vorgeführt. Aber auch kritisiert. Natürlich. Umschritten. Aber es ist weniger der öffentliche Diskurs, der ihn kritisiert, sondern es sind natürlich seine Kollegen und Kolleginnen, die ihn kritisieren. Ja, Sie sagen ja interessant, aus soziologischer Perspektive, psychologischer könnte man sagen, diese eine Hypothese, dass es nach dem Leben, nach dem Tod weitergeht, dass meine Seele unsterblich ist, die ist für unsere Psychohygiene, sagen Sie,
etwas die bessere Hypothese? Das müssen Sie erläutern. Im Grunde genommen schon. Also mit diesen Nahtoderfahrungen ist ja auch in gewisser Weise so ein Hoffnungsschimmer und so ein Hoffnungsstrahl verbunden. Und eben auch eine sehr positive Gewissheit. Bo Katzmann hat es vorgeführt. Also aufgrund dieser Erfahrung, und das macht quasi auch die Echtheit für ihn aus, hat er keine Angst mehr vor dem Tod und vor dem Sterben. Und der Tod, so sagt er, hat den Stachel irgendwie gezogen bekommen. Und das ist ja eigentlich auch ein positiver Effekt. Also natürlich ist es die Frage, ob tatsächlich jedes Sterben so einfach und schön und paradiesisch und friedvoll ist, wie es die Nahtoderfahrungen denken lassen. Das sei noch dahingestellt. Es gibt natürlich auch sehr schwierige Krankheiten und Krankheitsbilder, wo das Sterben alles andere als angenehm und leicht ist. Aber vielleicht sind es auch genau solche Situationen, wo man den Angehörigen und den Betroffenen auch mit solchen Nahtodberichten eben die Angst vor dem Tod und Sterben nehmen kann. Mhm. Quasi so ein pädagogisches, psychohygienisches Element. Aber Herr Mukherjee lächelt schon, weil er würde wahrscheinlich sagen, das ist Wunschdenken, gerade deswegen, weil uns das so gut tut, das zu glauben, sollten wir wahrscheinlich nicht daran glauben, oder? Ja, die Frage ist, welche Konsequenzen das natürlich dann hat. Ne? Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, Leute wie Bo Katzmann könnten natürlich jetzt auch eine Sekte aufmachen und sagen, warum auf morgen warten, warum nicht schon heute? Ne? Also ich meine, solche Sachen sind tatsächlich passiert. Ne? Also so, dass dann der Glaube an irgendwas Übernatürliches auch in unsere Sphäre reinreicht. Also die Religionen, die wir haben und die auch massentauglich sind, die sind ja so weit domestiziert, dass sie solche Dinge nicht machen. Ja? Aber das wäre natürlich auch eine Schlussfolgerung, die man ziehen könnte. Die wäre dann natürlich extrem problematisch. Ne? Und wenn ich das Wirken von Frau Kübler-Ross so also richtig verstehe, dann hat sie ja auch ethische Implikationen daraus abgeleitet. Ne? Also sie hat ja gesagt, beispielsweise, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel verlängern wir das Leben eines Patienten noch um die Zeit, die eben möglich ist. Nee, warum? Der will doch vielleicht noch das letzte Mal Weihnachten feiern und so weiter. Ne? Also wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, was es eben auch mit jemandem macht, ne? Und wie gut abgesichert dieser Glaube dann ist, ne? Ob das eine wissenschaftliche Grundlage hat. Ja? Das ist natürlich dann auch ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Weil Dinge, die einfach auf Wunschdenken basieren, die sollten wir vielleicht nicht so ernst nehmen wie Dinge, die gut erforscht sind. Ja? Aber ich hätte vielleicht noch eine Frage an Sie. Mhm. Glauben Sie denn selber an ein Leben nach dem Tod auf Basis dieser Erfahrungen? Wundert mich, dass Sie sich jetzt mich diese Frage stellen, aber nein, das tue ich nicht. Hängt aber eher mit meiner biografischen und mit meiner DDR-Sozialisation zusammen. Also das okay, ja. Und letztendlich auch als Soziologin oder als Sozialwissenschaftlerin, die sich mit diesen Sterbeerlebnissen befasst, ich muss das auch gar nicht und ja. Ich muss auch nicht irgendwie Krebs haben, um Krebs zu erforschen. Ja. Aber es hilft natürlich schon mit so einer introspektiven Erfahrung auch phänomenologisch sozusagen nachvollziehen zu können, um was es eigentlich geht. Ja. Und es geht mir auch gar nicht darum, irgendwie als Todesnähepolizei aufzutreten und zu sagen, ja, diese Erfahrung irgendwie ist nur dann echt, wenn die Wissenschaft sie auch als echt irgendwie zertifiziert. Das kann es auch nicht sein. Man kann Leuten wie Bo Katzmann oder allen anderen eben auch nicht absprechen, dass das, was sie erlebt haben, nicht echt war. Sondern was sie erlebt haben, ist eine echte Erfahrung. Und diese Erfahrung macht mit ihnen natürlich auch insofern etwas, ja, dass sie lebensverändernd wirkt. Und das tun religiöse Erfahrungen. Ja. Natürlich eben nicht solche Erfahrungen, die quasi wissenschaftlich zertifiziert sind. Aber als religiöse Erfahrung muss man diese Erfahrung auch als Tatsache für die Leute und als Erfahrungsbeweis für die Leute anerkennen. Ja. Ich würde nur gerne eine Replik noch geben auf den Begriff echt. Ne? Also ich würde nicht in Abrede stellen, dass diese Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, die sie berichten, echt sind, in einem gewissen Sinne. Genauso wie ich einen echten Traum haben kann. Ne? Also ich kann träumen, dass ich fliegen kann. Und das kann echt ein Traum von mir gewesen sein. Aber das heißt nicht, dass das, was ich geträumt habe, echt ist. Ne? Und ich glaube, diese beiden Sachen, die sollte man nicht in einen Topf schmeißen. Ne? Also das muss man immer auseinanderhalten. Mhm. Aber die Frage, die sich jetzt anschließt an meine ursprüngliche Frage an Sie. Wobei Sie auch die Realität von Träumen mit Sicherheit nicht absprechen würden. Nee, die Träume haben wir, aber das, was in den Träumen passiert, also sie nicht in echt passiert, sondern nur im Traum. Ich meine, das ist dieses alte Problem der Repräsentation. Ja. Ich kann ja auch eine Illusion, also eine Fata Morgana kann ich auch erleben. Trotzdem ist das, was ich da sehe, nicht wirklich da. Es ist eine falsche Repräsentation. Ja. Wir sind schon gegen Ende des Gesprächs. Ich möchte Ihnen noch mit einem Zitat von Albert Einstein konfrontieren, der gesagt hat, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Das eine ist so, als wäre nichts ein Wunder. Und die zweite Art ist so, als wäre alles ein Wunder. Wie leben Sie, Frau Schmid? Wunderbar. Ich
Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Mischung tut es jeweils. Also das merke ich ja auch selber. Und letztendlich finde ich es auch interessant, solche Ambivalenzen zu spüren, aber auch aushalten zu können und zu dürfen. Auch als Wissenschaftlerin nicht immer die letztgültige Antwort geben zu müssen. Und eben gerade auch solche Mysterien, solche wunderbaren oder solche unerklärlichen Dinge auszuhalten. Das finde ich, gehört zum Leben dazu und auch zum Wissenschaftlerinnenleben dazu. Das ist ja die Frage, wie man mit diesen Anomalien, nennt das Thomas Kuhn, einen US-amerikanischen Wissenschaftsphilosoph, also mit diesen Dingen, die nicht in unser Weltbild passen oder trotzdem irgendwie passieren, wie man mit denen lebt, als Individuum und als Gesellschaft. Wie würden Sie antworten auf die Einstein-Frage? Ja, ob alles ein Wunder ist oder nichts? Beides. Ja. Also im Endeffekt ist es so, die Tatsache, dass wir hier sitzen, dass wir uns unterhalten, dass wir überhaupt existieren, ist a priori extrem unwahrscheinlich. Ja? Also es mussten so viele Dinge seit dem Urknall zusammenkommen, damit sich das so ereignen kann. Extrem unwahrscheinlich. Und deswegen auch auf eine gewisse Art und Weise wunderbar. Ja? Aber sehr unwahrscheinliche, sehr wunderbare Dinge passieren die ganze Zeit. Und deswegen ist es auch sehr, sehr gewöhnlich. Ne? Also man braucht beide Perspektiven, sonst würde man wahrscheinlich verrückt werden. Und das ist zumindest die Quintessenz, die ich daraus ableiten würde. Mhm. Ja, und dann kommt es darauf an, wie man ein Wunder definiert. Also ist es etwas, das über die Naturgesetze hinausgeht, gegen die Naturgesetze verstößt? Oder gibt es auch innerhalb des Natürlichen wundervolle Dinge im eigentlichen Sinn? Genau. Vielleicht eine letzte Frage zum Schluss. Angenommen, Sie kommen nach dem Tod, sehen Sie ein helles Licht und stehen auf einmal wieder erwarten vor Gott persönlich. Was würden Sie ihm sagen? Ich würde fragen, ob Russell schon die Antwort auf die Frage bekommen hat, warum so wenig Evidenz dafür da war. Sehr gut. Bei ihm? Warum er keine Frau ist. Warum er keine Frau ist? Das würde mich auch interessieren. Sehr gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Woody Allen, der mal gesagt hat, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, aber zur Sicherheit nimmt er immer ein zweites Paar Unterhosen mit. Und das scheint mir ein weiser Tipp zu sein. Okay. Vielen herzlichen Dank, Frau Schmid und Herr Mukherjee, für dieses Gespräch. Danke sehr. Danke. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Auch die Sendung Kulturplatz widmet sich am kommenden Mittwochabend dem Tod und der Frage, wie wir mit unserer Endlichkeit umgehen sollten. Nächste Woche spreche ich dann mit der französisch-marokkanischen Schriftstellerin Leila Slimani über die Wurzeln des Bösen in jedem von uns und über den Mut, sich zu befreien von dem, was andere über uns denken. Und jetzt gleich widmen wir uns erstmal dem Engadiner Künstler Knut Vital und reisen mit ihm einmal um die Welt. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.